Willkommen zu meinem Vortrag Infrastruktur als Code. Wir haben ja gerade schon einiges über Puppet gehört. Da kann ich dann vielleicht ein bisschen schneller durchgehen, vor allem wenn es um die Begrifflichkeiten geht. Wer bin ich? Mein Name ist Jan. Ich bin seit 2008 bei der Innovex GmbH beschäftigt. Die ist in Karlsruhe bzw. Pforzheim ansässig. Und da bin ich als Systemarchitekt unterwegs. Um was geht es hier? Und zwar, der Vortrag heißt ja eigentlich Infrastruktur als Code. Und was will ich euch hier zeigen, ist, wie kommt man von der sogenannten Turnschuh-Administration zu einem automatisierten System, zu einer automatisierten Umgebung. Was ist denn jetzt eigentlich diese Turnschuh-Administration? Da habe ich mal ein bisschen gegoogelt, beziehungsweise ich habe über DuckDuckGo gesucht, falls ihr das noch nicht kennt. Und bin über Wikiservice.at gestolpert und da steht die Definition eigentlich ganz praktisch beschrieben, und zwar der unglückliche Umstand, sämtliche Rechner im Netzwerk zu Fuß abklappern zu müssen oder vor Ort vor Ort administrative Tätigkeiten durchzuführen. Im Zeitalter von Netzwerk mit SSH kann man das natürlich dann auch auf SSH übertragen, dass man sich auf allen seinen Servern per SSH einloggen muss, um zum Beispiel neue Benutzer zu erstellen oder irgendeine Konfiguration abzudaten. Das Ganze funktioniert bei wenigen Servern, also wenn man ein paar mehr Server hat, dann wird es ein bisschen umständlich. Es kann funktionieren, wenn jeder Server unterschiedlich ist und es skaliert natürlich nur durch die Mitarbeiter, sprich wenn man irgendwann mit der Administration nicht mehr hinterherkommt, muss man neue Leute einstellen, was natürlich nicht verkehrt ist. Oft hört man den Satz auch, ja, jeder Server ist unterschiedlich. Aber da muss man sich dann die Frage stellen, ist das wirklich der Fall? Es kann natürlich sein, dass man viele unterschiedliche Server hat. Man hat einen File-Server, man hat einen Mail-Server, man hat einen Web-Server. Es sind natürlich alle unterschiedlich. Aber was ist mit so Standarddiensten wie jetzt einem NTP, wie Benutzer und Gruppen, die ganze SSH-Konfiguration, Lockrotate und was alles so gibt? Da gibt es viele Sachen, die sind einfach gleich von Servern zu Servern. Und diese Dinge kann man gut automatisieren. Auch wieder die Frage nach der Skalierung. Also wenn man die Turnschuh-Administration hat, wie viele Server kann einer administrieren? Kriegt man 10 hin? Schafft man 20? Schafft man vielleicht 50 Server? Administrieren ist dann natürlich nicht auch nur mal einen neuen Benutzer anlegen oder irgendeine Software ausrollen. Da gehören natürlich auch so Sachen dazu wie ein Backup, wie Restore muss geprüft werden. Sicherheitsupdates einspielen und was alles so noch dazu gehört, was man vielleicht ab und zu mal vergisst. Außerdem kann man krank werden, also ich bin jetzt 30 geworden, ich merke es, da geht es steil bergab, aber hier sind ja alle jünger. Man kann natürlich auch in Urlaub gehen, das ist ein bisschen was Schöneres. Und die Zeit, die ist natürlich immer knapp. Ich denke, keiner, der als Ops-Mensch, als Admin tätig ist, dass der Däumchen drehend hinter seinem System sitzt. Denn der Tag, der hat eigentlich nur 24 Stunden, wobei, wenn man es genau nimmt, haben wir nur 8 Stunden. Gehe ich mal davon aus, dass die meisten 40-Stunden-Arbeitsvertrag haben. Das heißt, wir haben 5 Tage, 8 Stunden. Und was machen wir in den 8 Stunden? Ja, wir lesen Mails und beantworten dann natürlich auch welche. 1 bis 2 Stunden rum. Wir gehen Mailinglisten verfolgen, ist ja wichtig. Wir müssen uns updaten. Gibt es irgendwelche Security-Sachen, wo wir drauf aufpassen müssen? Und da sehen wir, wir haben Sicherheitsprobleme in unserem Apache. Das heißt, das Problem ist auch bei uns, also da müssen wir uns drum kümmern. Das heißt, heute Mittag müssen wir unbedingt den Sicherheitspatch einspielen, sonst könnten wir Probleme bekommen. Dauert auch ungefähr eine Stunde, also um sich abzudaten. Dann liest man natürlich noch Heise, man liest Golem, schreibt da vielleicht auch ein bisschen was ins Forum, irgendwelche sinnvollen Antworten oder Fragen. Ist auch wieder eine Stunde vorbei. Und schon ist der Vormittag rum. Bleiben uns noch 4 Stunden für das, was wir eigentlich tun wollen. Und wir wollen ja ein Sicherheitsupdate einspielen. Jetzt kommt allerdings in der Mittagspause ein Kollege auf uns zu und hat irgendein Problem von der Entwicklung und sagt, kommt nach der Mittagspause mal vorbei. Also wir sind ja nicht böse und sagen ihm, ja gut, klar, komm vorbei, ich schaue mir das Ganze an. 3 Stunden haben wir noch vom Tag. Und jetzt kommt eine neue Software-Release, die unbedingt deployed werden muss. Super. Funktioniert nicht, oft gehabt. Erster Hotfix kommt,
das ganze Ding wieder ausrollen, funktioniert immer noch nicht. Zweiter Hotfix kommt. Endlich funktioniert's. Wir haben 2 Stunden Überstunden gemacht an dem Tag und das Security Update vom Apache, oh, das machen wir dann vielleicht morgen. Wenn das jemand von euch bekannt vorkommt, dann ist er hier jetzt wahrscheinlich richtig, denn wie gesagt, es geht um Automatisierung. Ein kleines Beispiel in einem aktuellen Projekt, wo ich bin, dauert ein Software-Rollout, wenn die Entwicklungsabteilung kommt und sagt, wir haben hier eine neue Software, planen die immer 4 Stunden ein, bei manchen Sachen sogar 8 Stunden, weil die irgendwie 2 bis 3 DIN A4 Seiten Anleitung bekommen von der Softwareentwicklung, führe das aus, führe jenes aus, führe selles aus. Und wenn da mal ein Fehler auftritt, ja, dann sitzen sie halt ein paar Stunden länger da. Was braucht man jetzt überhaupt, um ein System zu automatisieren? Wir brauchen Tools. Man kann die Dinge natürlich auch alles selber schreiben, aber es gibt verschiedene Leute, die sich gedacht haben, man schreibt selber was und auf die kann man ja entsprechend aufbauen, auf diese Tools. Und bei den Tools, da haben wir natürlich die Wahl. Ja genau, die haben wir übrigens am Sonntag auch, sollten wir wählen gehen. Man braucht verschiedene Tools unter Umständen, unter anderem ein Continuous Integration Tool, kurz CI-Tool. Das kann zum Beispiel ein Jenkins oder Travis oder sonst irgendwas sein. Das ist ein Tool, was einem im Normalfall eine Oberfläche zur Verfügung stellt, eine Web-Oberfläche zum Beispiel, der man Aktionen hinterlegen kann, zum Beispiel gewisse Jobs. Wenn ich hier klicke, dann führe mir bitte das und das aus und gib mir eine Rückmeldung, wenn du das ausgeführt hast. Und vielleicht auch noch zeig es mir an, ob es fehlgeschlagen ist oder nicht. Wir brauchen ein Configuration- bzw. Deployment-Management-Tool. Eins haben wir gerade einen Vortrag drüber gehört. Das habe ich jetzt nicht aufgelistet. Da gibt es auch viele verschiedene. Es gibt Chef, es gibt Rex, darüber geht jetzt der Vortrag. Es gibt SaltStack, es gibt Ansible und Puppet und was weiß ich. Noch alle möglichen Tools, wo man sich einfach anschauen muss, was passt zu mir oder was passt in meine Abteilung rein, was passt zu den Kollegen. Und das kann man dann entsprechend verwenden. Im Prinzip funktionieren sie unterm Strich, machen sie eigentlich im Prinzip alle was Ähnliches oder das Gleiche. Und zu guter Letzt, wir brauchen ein Source Control Management System, ein SCM-System, sprich sowas wie Git, sowas wie Mercurial oder sowas wie Subversion. Oder CVS für die, die CVS verwenden wollen, damit die Zusammenarbeit auch mit den Kollegen natürlich funktioniert. Und es nicht so endet wie Tim, richtig? Wie Tim vorhin gesagt hatte, Punkt neu, Punkt neuer, Punkt am neuesten. Und schon kommen wir ein bisschen zur Infrastruktur als Code, denn das sind natürlich alles Tools, die ich jetzt genannt habe, bis auf die Konfigurationsmanagement-Tools, die eigentlich aus der Entwicklung auch kommen, deswegen auch Infrastruktur als Code, weil man das Ganze, was man hat, das ganze Wissen, was man in seinem Kopf hat, das steckt man dann in Skripte rein. Das ist natürlich gut, vor allem wenn man, wie gesagt, ich bin 30 geworden, wenn man krank wird oder in Urlaub ist, dann muss nämlich der Kollege einen nicht anrufen und fragen, du, wie hast du das und das konfiguriert oder warum ist das so und so? Der kann einfach in Git oder in Subversion reinschauen, kann sich das Skript anschauen und sieht, ah ja, genau, okay, der hat das und das und das hat er gemacht. Um jetzt den Fehler oder um das jetzt zu erweitern, muss ich jetzt nur das und das machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn man die Firma verlässt. Nichts ist nerviger wie ein alter Arbeitgeber, der einen irgendwie 2, 3 Wochen danach immer noch anruft und fragt, du, wie ging denn das oder wie ging jenes? Und es macht sich gut in einem Bewerbungsgespräch, wenn man das sagen kann, ich habe meine Umgebung eigentlich größtenteils automatisiert. Wir suchen übrigens Leute. Aber was bringt uns eigentlich ein Skript, wenn es nur von uns oder von mir selber verwendet, nur von mir selber abgedatet wird und auch nur von mir selber vielleicht ausgeführt wird? Was bringt es mir auch, wenn es nur auf einer Plattform läuft, sprich, wenn ich damit nur einen CentOS bedienen kann oder nur einen Ubuntu, weil halt Yum oder apt-get verwendet wird und dann auf dem System und mein Programm oder mein Skript aber immer nur ein Yum-Install ausführt. Git und jeder macht mit. Wie gesagt, die 3 Tools, die ich am Anfang genannt habe,
Git ist so ein SCM-System. Der Vorteil von Git, den ich da sehe, ist, es ist dezentral, die Versionsverwaltung, nicht wie bei Subversion zentral auf einem Server. Das heißt, das ganze Ding funktioniert auch offline. Sprich, ich kann meinen Rechner mit in Urlaub nehmen, wenn ich will, und kann da noch Sachen machen, kann sie lokal bei mir committen. Und wenn ich später wieder in der Firma bin, kann ich sie auf den zentralen Git-Server entsprechend wieder hochpushen. Ohne dass ich eine Netzwerkverbindung oder eine konstante Verbindung brauche zum Zielsystem. Und es gibt auch schöne Oberflächen dafür, gibt es für Subversion auch, für CVS weiß ich es jetzt nicht so. Das ist eine, die heißt GitLab, die ist frei verfügbar, die kann man sich runterladen, installieren, sieht dann ungefähr so aus wie GitHub. Außerdem hat man vielleicht das Glück, dass die Entwickler sagen, ach, wenn ihr da schon schön automatisiert, dann würde ich auch gern selber eure Skripte verwenden, um meine Testsysteme zu installieren. Und dann machen die vielleicht auch mit. Hat den Effekt, dass man dazulernt, weil als Admin ist man normalerweise nicht ganz so der Entwickler wie die Entwickler, die das hauptberuflich machen. Und man kann in einer Versionsverwaltung natürlich unterschiedliche Entwicklungszweige fahren. Was bedeutet das? Das heißt, vorhin haben wir schon gesehen, eine Auftrennung von seinen Systemen, von Test und von und Produktionssystem, Test, Staging, Integration System, Production System, was alles für Umgebungen gibt. Und für jede dieser Umgebungen kann man natürlich einen eigenen sogenannten Branch fahren. Sagen, ich habe hier meinen Master Branch, da laufen meine Produktivsysteme drauf und ich habe einen, ich glaube, ihr habt da sogar ein Bild dazu. Genau, das habe ich vorhin noch im Internet gefunden. Sprich, ich habe den, das Blaue ist dieser Master Branch, der auf dem meine Produktivsysteme laufen. Und ich habe für dieser gelbe Pfeil ist der Development Branch oder der Branch, der dann auf mein Testsystem läuft. Und dann mache ich meine ganzen Tests, meine ganze Entwicklung. Sprich, wenn der Apache eine Konfigurationsänderung hat oder ich eine Konfigurationsänderung im NTPD machen will oder so, dann läuft es erstmal alles auf dem Development Branch. Anhand von diesem Development Branch wird das Testsystem deployed. Man sieht, funktioniert oder funktioniert nicht. An dem Punkt, wo man sieht, dass es funktioniert, wird es dann einfach hoch in den blauen, in den Master Branch hochgemerged. Und man kann dann die Sachen, wo man weiß, ich habe sie getestet, sie funktionieren, auf seine Produktivumgebung bringen. Da unterstützt einem so ein SCM-System. Dann dieses Jenkins-System, was ich erwähnt hatte. Damit kann man so schöne Standardaufgaben einfach hinterlegen, sprich Testen von Development Branch. Man kann, wenn man was eincheckt in sein SCM, kann man da Hooks hinterlegen und sagen, okay, wenn ich was einchecke, dann bitte baue mir direkt danach eine VM, eine Test-VM einfach auf, from scratch. Spiel die Konfiguration da raus. Spiel die da ein und teste die, ob die Konfiguration durchläuft und zeig mir das dann an. So hat man dann automatisiertes Testen. Man kann so Sachen hinterlegen wie automatisches Prüfen von Backup und Restore, solche Sachen funktionieren. Deployment von neuen Software-Releases, dass man einfach sagen kann, gut, klick und jetzt, egal wie viele Steps da hinten dran sind, das Ding läuft und wenn ich einen Fehler habe, dann rollt es halt von mir aus auch zurück. Erstellen von Test-VMs, hatte ich gerade gesagt. Und für die Leute, die Bereitschaft machen, ist es ganz nett. Dafür gibt es dann auch eine Android-App und dann kann man sich zum Beispiel einen Task hinterlegen, restart alle Server und dann wird er einfach neu gestartet. Das Ganze sieht so aus. Das ist ein Screenshot von einem Projekt, wo ich mal war. Da haben wir verschiedene Deployment-Jobs hinterlegt gehabt. Da sieht man dann auch zum Beispiel, wann der letzte Erfolg war oder wann der letzte Fehlschlag war und kann dann hier hinten im Prinzip draufklicken und sagen, jetzt bitte führen wir das Ganze aus. Man hat dann auch, wenn man Benutzerverwaltung einführt, sieht man natürlich auch, wer hat als letztes das Ding ausgeführt und was wurde da alles so getrieben. Und um ein kleines Buzzword zu bringen, das DevOps, das ist ein schönes Bildchen, was ich da gefunden habe, braucht man natürlich irgendwo dieses Tool, was das Ganze dann unten drunter macht, was im Prinzip was vom Jenkins dann aus aufgerufen wird. Und das ist in dem Fall jetzt heute mal Rex. Das heißt, wir haben hier kein selbstgeschriebenes Skript, wir bauen einfach auf der Arbeit von anderen auf. Das Rex an sich heißt, oder wie man es so oben sieht, Remote Execution, daher der Name. Das Ganze ist in Perl geschrieben
Und man definiert auch in einem Perl-Script, da komme ich später dazu, seine Umgebung, wie die Umgebung aussehen soll. Perl als Sysadmin kann eigentlich fast jeder, beziehungsweise jeder hat schon mal irgendwie gesehen und weiß, wie er es lesen kann. Es benötigt auf dem Zielsystem fast nichts. Fast nichts heißt, es benötigt auf dem Zielsystem einfach nur ein Perl 5. Kann auch ein 5.0 sein. Vielleicht geht es auch mit dem 4er noch, das weiß ich nicht, habe ich nie ausprobiert. Es ist kein Agent auf dem Zielsystem nötig, weil es nämlich über SSH geht, was natürlich dann nicht mehr funktioniert, wenn man SSH abschaltet. Das heißt, der SSHD ist im Prinzip der Agent. Und die Logik, die läuft auf dem lokalen Rechner, also auf dem Rechner, auf meiner Workstation oder von mir aus auch auf einem zentralen Management-Server, wo ich das Rex ausführe, darauf läuft die Logik. Das heißt, wenn ich da auch irgendwelche Abfragen an eine CMDB mache, wo zum Beispiel grafisch drin verwaltet werden kann, welche VHOS auf einem gewissen System drauf sind, dann wird die Abfrage nicht vom Zielsystem an die CMDB gemacht, sondern von dem Rechner aus, wo ich es drauf ausführe. Das ganze Ding wird entwickelt seit 2010 und es ist genau für diesen Einsatzzweck gemacht, dass ich also am Anfang war ich in einem Projekt und falls jemand Capistrano kennt, Capistrano verwenden gerne Ruby-Entwickler, war ich in einem Projekt, wo auch per Ruby eine Software entwickelt worden ist. Und die Entwickler haben Capistrano verwendet. Da mir aber Ruby nicht so gefallen hat, habe ich dann angefangen, dieses Rex zu entwickeln, was im Prinzip das Gleiche macht wie Capistrano auf Rubys Seite. Plus das ganze Konfigurationsmanagement noch dazu, weil es bei Capistrano nicht drin ist. Gab noch ein paar andere Dinge, wo ich mich gegen Capistrano entschieden habe. Könnt ihr mich nachher fragen. Eine der höchsten Direktiven ist, Bruch der Kompatibilität ist ein Bug, weil ich bin faul prinzipiell und ich will nicht, wenn da eine neue Software-Release kommt von diesem Rex, will ich nicht meine Skripte, die ich vielleicht vor 2 Jahren geschrieben habe, nochmal anpassen, sondern die sollen einfach noch funktionieren. Es hat eine aktive Community, die meisten Versionen schon seit 1-2 Jahren ungefähr. Es ist die Commit-Rate von externen Leuten, die einfach von der Community kommen, die ganzen Commits, fast teilweise höher wie das, was ich da rein entwickle. Wir haben auch einen professionellen Support von der Firma, bei der ich angestellt bin, die bietet da Support auch drauf an. Genau, und falls Fragen sind, ich bin noch nicht fertig, falls Fragen sind, könnt ihr mich immer unterbrechen, sonst rede ich einfach die ganze Zeit. Ich werde aber immer mal bei jedem Abschnitt mal einfach so zwischenfragen, ob es Fragen gibt. Also falls Fragen sind, einfach kurz melden, sonst mache ich nämlich weiter mit den Begriffen. Gut, also dann mit den Begrifflichkeiten, was ist was? Da hat Tim eigentlich schon sehr viel von Puppet erzählt und eigentlich jedes Konfigurationsmanagement-Tool hat ähnliche Begriffe, deswegen kommt euch da jetzt einiges bekannt vor. Aber zuerst mal die Workstation, auf der läuft Rex, auf der ist auch Rex dann installiert. Dann kommt SSH und über SSH wird sich dann auf die ganzen Server verbunden. Genau, das Ganze kann sequenziell ablaufen. Sprich, ein Server nach dem anderen oder auch parallel. Man kann dem Rex auch sagen, bitte lauf in einer Parallelität von 10, 20, 50, je nachdem, was die Workstation auf der Rex läuft, verkraftet. Dann muss man seine Server natürlich irgendwie gruppieren. Sprich, man kann Gruppen definieren. Wenn man sich vorstellt, man hat so eine kleine Webfarm zum Beispiel, da hat man seine Load Balancer vorne dran, man hat seine Frontends, dann gibt es vielleicht noch eine Middleware. Es gibt ein paar Datenbank-Slaves zum Lesezugriff und es gibt einen Datenbank-Master. Und dann kann man die sich natürlich aufteilen in Funktionsgruppen, würde man beim Puppet genauso auch ähnlich machen. Sprich, man hat sein Load Balancer, sein Frontend, seine Middleware, DB-Read und DB-Write. Das Ganze sieht in Rex dann so aus, dass man in diesem Perl-Skript, das ist ein Rex-File, nennt sich das dann, wie angelehnt an Make-File, definiert, ich habe hier eine Gruppe, gibt es Keyword Group. Die Gruppe, die heißt jetzt da mal Our Group und in dieser Gruppe sind Server 1, 2 und 3 drin. Es gibt da auch eine kürzere Schreibweise, wenn man 50 Server hat, dann will man nicht vielleicht jeden Server einzeln dahin schreiben.
Da kann man dann auch sagen, Server 1, also eckige Klammer auf, 1.3. Das wird dann automatisch auf Server 1, 2 und 3 expandiert. Auch wenn man so eine Konvention hat, wie meine Server heißen 01 bis 99 oder 001, dann stellt man da entsprechend 01 davor, damit es dann auch entsprechend erweitert wird. Oder, da das Ganze Perl ist, kann man natürlich auch eine eigene Funktion hinterlegen, indem man zum Beispiel eine Datenbank befragt, eine MySQL, PostgreSQL oder aus irgendeiner Dateisicht seine Server rauszieht. Dann hat Rex auch sowas wie Environments, sprich, wenn wir unsere kleine Webfarm haben, dann hat die in Live natürlich den größten Umfang im Normalfall. In Stage hat man, wenn man Glück hat, genau den gleichen Umfang, damit man auch Lastverhalten und so weiter testen kann. Oft ist es aber so, dass man da ein paar weniger Server hat, sprich die ist nicht hochverfügbar. Man hat aber immer noch die gleichen Funktionsgruppen und in Test ist das Ganze im Normalfall noch weniger. Da hat man dann zum Beispiel nur das Frontend und die Middleware und gar keinen Datenbank-Slave mehr, sondern nur den Datenbank-Master. Das ist so, was ein Environment ausmacht. Das Ganze wird dann so definiert, dass man sagt, okay, ich habe ein Environment, das Environment heißt Live und ein Stage und ein Test-Environment und innerhalb dieses Environment-Blocks wird dann definiert, welche Gruppen, habe ich zum Beispiel die Gruppe Frontend, die habe ich in jedem meiner Environments, aber in der Live-Gruppe sind halt andere Server drin, oder in meinem Live-Environment sind andere Server drin wie in meinem Stage-Environment. Man kann auch hergehen und nicht nur Gruppen in so ein Environment packen, sondern alles Mögliche. Also eigene Tasks, sonst irgendwas, andere Benutzer, andere Authentifizierung, kann man da alles reinpacken. Tasks habe ich gerade ganz kurz erwähnt. Was ist ein Task? Ein Task definiert oder beschreibt, was dann auf so einem System gemacht werden soll. Sprich, ich habe das Keyword Task. Dem Task gebe ich einen Namen, MyTask. Und dem Task gebe ich mit, auf welcher Gruppe der Task oder Rex, auf welcher Gruppe Rex den Task ausführen soll. Ich sage hier Gruppe, bitte auf der Gruppe Our Group ausführen. Man kann mehrere Gruppen angeben, man kann auch das Group-Keyword einfach weglassen und einfach eine Liste an Servern dahin schreiben, wenn man keine Gruppen hat, würde auch gehen. Oder man gibt auf der Kommandozeile einfach mit, lass jetzt bitte diesen Task nicht unter der definierten Gruppe laufen, sondern bitte nur auf diesem System. Und dann wird gesagt, make für auf dem System zum Beispiel ein unzip-q aus. Run ist einfach eine Funktion, die wird aufgerufen und dann kann man übergeben, wie diese exec-Ressource bei Puppet, was er auf dem Zielsystem ausführen soll. Das Ganze landet dann, der Return-Wert von dem, was da ausgeführt wird, landet standardmäßig in $Fragezeichen, also in der bekannten Variable. Genau, was man bei da nicht vergessen darf, weil es Perl ist, die Strichpunkte, die darf man nicht vergessen, die sind wichtig. Bis hierhin schon Fragen? Gut, machen wir weiter. Ein paar Begrifflichkeiten aus der Praxis, was sich so gezeigt hat, was sinnvoll ist, wie man seine Sachen aufteilt. Und zwar eine Aufteilung in Module und in Services. Was unterscheidet es jetzt? Module sind unabhängig, das heißt, ich habe zum Beispiel einen Apache, den ich verwalten will und habe ein Apache-Modul. Dieses Apache-Modul kann ich, wenn ich es richtig gemacht habe, bei Kunde A, bei Kunde B und bei Kunde C einsetzen, weil dieses Modul unabhängig ist. Da sind keine Kundeninformationen drin, da ist nur tatsächlich das drin, was ich brauche, um den Dienst zu verwalten. Wiederverwendbar. Und es ist auch nur für einen Einsatzzweck gemacht. Also wenn ich zum Beispiel eine Webserver-Farm habe, habe ich einen Load Balancer, ich habe meine Frontends, meine Middleware und so weiter. Und ein Modul ist nur für den Apache im Frontend zuständig. Ich kann natürlich auch unter Umständen für den Apache in der Middleware verwenden, aber nicht auch noch den Load Balancer mit verwalten, weil der Load Balancer ist vielleicht IPvS. Das ist dann wieder ein getrenntes Modul. Also immer schön separiert betrachten, weil dann kann es vielleicht auch eine andere Abteilung verwenden. Und was ist jetzt der Service? Ein Service ist ein spezieller Dienst, wie zum Beispiel der Intranet-Server oder der Proxy-Server. Da weiß man nicht, läuft auf dem Proxy-Server, wird es mit Apache gemacht, wird es mit dem Squid gemacht, wird es mit sonst irgendwas gemacht, sondern es ist einfach der Proxy-Server. Und in diesem Service wird dann gesagt, du verwendest jetzt das Modul Squid
Und dann wird es halt ein Squid. Oder du verwendest das Modul Apache und dann wird halt der Proxy-Server mit Apache gemacht. Oder wie im Beispiel unser Frontend. Dazu Fragen. Gut. Dann, wie kann ich jetzt Rex überhaupt bei mir installieren? Es geht recht einfach. Rex, es gibt ganz viele Paketrepositories. Die stehen alle auf der Webseite, also beim Ubuntu oder für den Debian gibt es für apt-get ein entsprechendes Repository. Nicht vergessen, den gpg-Key hinzuzufügen. Und dann kann man es einfach mit apt-get install rex installieren. Für CentOS sieht es nicht anders aus. Gibt es für CentOS ein Repository, kann man dann auch für RHEL zum Beispiel verwenden, wenn man RHEL verwendet. Für Windows ist es ein bisschen anders, da gibt es kein Repository. Für Windows empfehle ich Strawberry Perl. Kann man sich runterladen, weiter fertigstellen, ist das installiert. Und dann kann man sich seine CMD starten und mit cpanm Rex kann man sich dann Rex entsprechend installieren. Cpanm ist ein Tool, um cpan-Module zu installieren, falls es nicht bekannt ist. Man kann das ganze Ding natürlich auch aus den Quellen installieren, falls ein Paket nicht vorhanden ist. Das kann man dann einfach mit einem Curl-Aufruf machen. Dieses getrexify.org, das liefert dieses cpanm, den Quellcode, den ist in Perl geschrieben, einfach aus. Das ganze Ding wird in Perl-Interpreter reingepiped. Dem wird noch übergeben, dass es sudo verwenden soll und dann wird halt Rex einfach installiert. Allerdings empfehle ich, das nicht unbedingt zu machen, weil wenn irgendjemand dieses getrexify.org modifiziert, dann kriege ich das nicht unbedingt direkt mit. Dazu Fragen? Nö. Also machen wir weiter. So, wie schon mal kurz erwähnt, der Ausgangspunkt ist dieses Rex-File. Kann man sich vorstellen, wie bei Make, gibt es das Make-File. Im Make-File hat man auch so seine Task, immer schön mit Tab eingerückt. Und bei Rex-File ist es halt ein Perl-Skript. In dem Rex-File wird erstmal definiert, wie will ich denn auf meine Maschine einloggen. Das Ganze kann man mit Root machen und mit einer Passwort-Authentifizierung. Ist natürlich nicht so schön. Man kann auch sich mit einem speziellen Deploy-User einloggen und kann dem Rex sagen, bitte lauf im Sudo-Modus, dann würde er immer bei jedem Befehl ein Sudo mit davor hängen. Man kann speziell definieren, dass er auch die Passwort-Authentifizierung verwenden soll. Denn manche Systeme sind so eingestellt, dass nach der zweiten oder dritten fehlerhaften Authentifizierung das System sagt, nö, mit dir will ich jetzt ein paar Minuten lang nicht mehr. Und wenn Rex durchprobiert, mache ich eine Key-Authentifizierung, mache ich eine Passwort-Authentifizierung, mache ich Sales, mache ich jenes, kann durchaus mal sein, dass das System sagt, so, aber jetzt nicht mehr. Beziehungsweise mit verschiedenen Keys versucht, da sich einzuloggen. Man kann auch seine Key-Authentifizierung natürlich machen, gibt dann entsprechend sein Key und sein Private und sein Public Key an. Hat man ein Passwort auf seinem Key, kann man das entsprechend auch über das Passwort Keyword entsprechend definieren. Und dann fängt man an, wenn man seine Authentifizierung drin hat. Man kann auch SSH-Agent verwenden, sprich, da muss man die Authentifizierung dann nicht reinschreiben, beziehungsweise einfach nur sagen, unter welchem User er sich einloggen soll. Dann kann man anfangen und seine Gruppe definieren. Da haben wir die Gruppe Frontend mit den Servern FE01, 02, 03. Und erstellen dann einen Task, der da heißt install-ntpd und er soll auf dieser von uns definierten Gruppe laufen und er soll einfach einen ntpd installieren. Das ist dann das Keyword install und das schaut danach auf dem Zielsystem, bin ich in CentOS, bin ich in Ubuntu, bin ich, was weiß ich, in Solaris oder sonst irgendwas und verwende dann unten drunter apt-get install, yum-install, pkg-add für FreeBSD und so weiter und so fort. Sprich, da muss man sich nur Gedanken machen, wie heißt denn mein Paket. Denn ein Install Apache würde auf dem Debian funktionieren, aber auf dem Red Hat nicht mehr, weil da heißt er HTTPD. Das merkt Rex nicht. Ausführen tue ich das Ganze dann mit diesem Befehl, Rex, und dann der Taskname. Da loggt sich dann wie gesagt ein und führt das Ganze aus. Jetzt haben wir unseren NTPD installiert. Jetzt haben wir da aber natürlich noch, wollen wir natürlich noch seine Konfigurationsdatei irgendwie verwalten. Sprich, ich füge noch eine weitere Funktion hinzu, die heißt File und sage,
die Datei etc.ntp.conf auf dem Zielsystem, das ist der Pfad auf dem Zielsystem, soll verwaltet werden über die Datei source files etc.ntp.conf. Und das ist wiederum der lokale Pfad, relativ gesehen von dem REX-File, wo ich drin liege. Und ich gebe noch mit, die Datei soll bitte schön dem User-Root gehören, sie soll der Gruppe-Root gehören und als Mode bitte die 644 setzen. Ist vor allem bei der sudoers-Datei wichtig, wenn man die verwaltet, dass die nicht auf 644 steht, sondern auf dem 440 oder was sie standardmäßig haben. Lässt man das Ganze jetzt nochmal laufen, gleicher Befehl, dann loggt sich REX ein, sieht Install NTPD und sieht dann, ah, NTPD habe ich schon installiert, also den muss ich nicht nochmal installieren und kommt dann dahin, dass er sieht, ah, ich soll hier die Datei etc.ntpd.conf konfigurieren. Erstellt erstmal eine Prüfsumme über die aktuelle Datei, sieht, okay, Prüfsumme ist F, macht eine Prüfsumme auf die lokale Datei und sieht, ah, die Prüfsumme ist G. Also lade ich das Ding hoch. Wenn die Prüfsummen gleich sind, lädt es das nicht hoch. Und was natürlich wichtig ist, ist, wenn ich den NTPD installiere, dann will ich ja auch, dass der läuft. Und dass der auch beim System Start oder beim Booten vom System gestartet wird. Und das kann man dann mit dem Serviceaufruf machen. Tim wird grinsen, das sieht so fast schon so aus wie Puppet. Da ist auch viel abgeguckt. Sprich, ich sage Service NTPD Ensure Started. Wenn ich das Ensure weglasse, dann wird das Ding einfach nur gestartet. Mit dem Ensure stellt REX sicher, dass das auch im Run-Level hinterlegt wird. Die Abarbeitung läuft, jetzt mal im Gegensatz zum Puppet, von oben nach unten. Also ich installiere zuerst was, dann kann ich die Datei legen und dann schaue ich, dass der Service startet. Dann muss ich keine Abhängigkeiten zwischen den Sachen setzen. Wieder gleicher Befehl. Es sieht, Datei liegt schon da, muss ich also nicht hochladen. Ah, ich soll einen Service in Run-Level eintragen und ihn starten. Also trage ich ihn da ein, wenn er nicht eingetragen ist und starte ihn gleich. Was passiert aber, wenn ich jetzt meine NTPD-Conf ändere, dann würde er die hochladen, aber da der Service ja schon läuft, würde er ihn nicht neu starten. Also muss ich auch irgendwie eine Möglichkeit haben zu sagen, okay, wenn sich diese Datei ändert, dann restart mir bitte den NTPD. Und da gibt es bei der File-Funktion die Möglichkeit, einen On-Change-Hook zu hinterlegen. Und da kann ich dann sagen, wenn sich die Datei geändert hat, dann führe bitte das und das aus. Und in dem Fall ist es, okay, ich soll halt einen Service NTPD, den soll ich ja bitte schon mal neu starten. Genau, gleicher Befehl. Wenn man das direkt danach ausführt, passiert natürlich nichts. REX sieht, okay, das Ding ist installiert. Die Datei ist die gleiche, muss ich nicht hochladen. Der Service ist im Run-Level drin. Okay, mache ich halt nichts. Es gibt natürlich noch einige Funktionen mehr. Man kann Benutzer und Gruppen verwalten, man kann seine Cron-Skripte, Cron-Jobs darüber verwalten, man hat Filesystemfunktionen, die man einfach aufrufen kann, sagen mkdir das Verzeichnis oder mdir dieses Verzeichnis. Jemand, der Perl entwickelt, der wird sich jetzt denken, komisch, wenn ich da jetzt mkdir verwende. Mkdir ist eigentlich eine Perl-Funktion. REX ist so frech und überschreibt viele interne Perl-Funktionen, wie zum Beispiel die mkdir oder die changeOwn-Funktion, lässt von den Parametern lässt die gleich oder erweitert sie und schaut dann einfach nach, laufe ich gerade lokal, dann führe ich halt die core-Perl-Funktion aus, laufe ich nicht lokal, laufe ich über SSH oder es gibt auch andere Verbindungsmodis, wie zum Beispiel über HTTP, dann führe ich halt die entsprechende Funktion über SSH aus. Man kann so Fragen stellen, wie während das Skript läuft, wenn if isFile, wenn diese Datei existiert, dann mach irgendwas oder mach halt irgendwas anderes. Genau. Es gibt Funktionen, um Platten zu partitionieren, um LVM einzurichten, Kernelmodule zu laden, das ganze Prozessmanagement. Das ist ab und zu ganz interessant, vor allem wenn man mit Java sich beschäftigt und dann Tomcat oder ein JBoss am Laufen hat und kein Tanuki Service Wrapper verwendet, dann kriegt man nicht unbedingt mit, wenn der Tomcat gestoppt ist, weil der schickt halt einfach nur an einen gewissen Telnet-Port einen Shutdown-Befehl und kommt dann zurück und sagt, okay, ich bin gestoppt, dabei läuft das Ding noch.
Und so kann man dann sich dann halt sagen, gut, dann baue ich jetzt halt mir eine Weilschleife und schaue, mache eine PS-Abfrage und schaue, wenn jetzt der Tomcat nicht mehr drin ist, dann führe ich halt Aktion X oder Aktion Y aus. Man kann auch die so Cloud-Services ansprechen wie Amazon oder Jiffybox, ist ein deutscher Cloud-Provider von Domain Factory unten in München. Gibt ein Modul für OpenNebula, falls man das verwendet, eine nette Cloud-Lösung. Die ganzen Sachen könnt ihr auch nachlesen auf rexify.org/api. Da ist alles dokumentiert. Bei fast jeder Funktion sind auch Beispiele dabei. Außerdem könnt ihr im IRC auf Freenode in #rex ist eigentlich immer jemand da, der einem auch Fragen beantworten kann. Bis hierhin schon Fragen? Gut, mache ich weiter. Dann kommen wir zu Templates. Templates hatten wir vorhin schon, sind bei Rex ähnlich. Was muss ich machen, um aus meiner statischen Datei, dieser Files etc. in dpconf, ein Template zu machen? Man hat, das ist jetzt so ein Ausschnitt aus der Konfigurationsdatei, hier sieht man, wir haben hier zwei Server drin, NTP01 und NTP02. Und vielleicht von Umgebung zu Umgebung oder von Standort zu Standort ist dieser Server unterschiedlich. Und da will man jetzt nicht für jeden dieser Standorte oder für jede dieser Umgebung die gleiche Datei auf seinem System liegen haben oder in seinem Git drin haben. Und es ändert sich eigentlich nur diese zwei Zeilen. Sondern da ist das Schöne, dass man Templates verwenden kann. Und da kann man dann im Rex-File, kann man sich dann entsprechend Variablen definieren und da dann im Template drauf zugreifen. Hier sieht man, hier ist eine Vorschleife über einen Array, über dieses $ServersArray. Und es wird entsprechend dann mehrfach diese Serverzeile reinschreiben. Und das Ganze befüllen kann man dann so. Ganz oben in der zweiten Zeile wird die Variable $Servers eingeführt. Für alle Perl-Enthusiasten, das ist eine Array-Referenz. Da sind die zwei Server drin. Und in der File-Funktion ist es dann so, dass ich nicht mehr sage, die Source ist diese Datei, sondern es ist ja nicht mehr eine Source, sondern es ist ein String eigentlich, ein Template. Sprich, ich habe den Content und da rufe ich dann die Template-Funktion auf und in der Template-Funktion sage ich, okay, deine Template-Datei ist diese Files etc.ntp.conf.tpl und jede Variable, die ich immer im Template verwende, kann ich da dann entsprechend auflisten. Sprich, das sage ich dann, die Variable innerhalb vom Template-Servers soll befüllt werden aus der Variable $Servers von meinem Rex-Skript. Und wenn das Ganze dann ausgeführt wird, dann stehen da entsprechend die zwei Server-Einträge drin. Und dieses my$Servers, das kann man natürlich in seinem Rex-File drinstehen haben. Das kann man sich aus einer CMDB rausziehen oder auch entsprechend pro Environment hinterlegen. Wie man das macht, bleibt einem eigentlich selber überlassen. Die Templates, die haben auch, so wie bei Puppet, verschiedene vordefinierte Variablen, wie zum Beispiel $eth0-ip, netmask, hostname und was weiß ich noch alles. Ist vor allem dann sinnvoll, wenn man mehrere Netzwerkinterfaces hat und sagt, ich will aber, dass mein Apache zum Beispiel nur auf eth0 listet, weil das ist mein internes Device und eth1 soll er bitte schön nicht drauf lauschen. Ja. Zu den Templates fragen. Alle schütteln den Kopf, wunderbar, machen wir weiter. Dann kommen wir zu den Modulen. Wie ist jetzt ein Modul aufgebaut? Da kommen wir erstmal dazu, wie man überhaupt ein Modul erstellt. Rex kommt mit einem zweiten Befehl, der heißt Rexify. Und dem kann man übergeben Rexify NTP. Und mit dem flag --create module erstellt Rex einem eine Verzeichnisstruktur, die für ein Modul geeignet ist. Modul für Modul geeignet heißt, es erstellt erstmal ein lib-Verzeichnis und da unten drunter erstellt es dann dieses Modul-Verzeichnis mit zwei Dateien. Einmal die meta.yaml. Da komme ich gleich hierzu. Meta.yaml, die enthält ein paar Meta-Informationen über das Modul, wer es geschrieben hat, was für eine Lizenz das ist. Ist vor allem wichtig, wenn man es online stellt auf modulesrexify.org. Und diese --module --.pm-Datei, da ist dann der Code vom Modul tatsächlich drin.
Ich habe da keinen Standardweg oder nicht den Standardweg von Perl genommen, um ein Perl-Modul zu, wie man ein Perl-Modul schreibt. Warum, kann ich euch später erklären, wenn es euch interessiert. Es hat damit zu tun, dass das einfach besser austauschbar ist wie ein wirkliches Perl-Modul. Man kann natürlich auch sagen, wenn man verschiedene Abteilungen hat, dass es zum Beispiel irgendeine zentrale Operations-Abteilung, die für NTP, also für die Basissysteme zuständig ist, dann kann man natürlich auch eigene Namespaces definieren und sagen, okay, alle Module von der zentralen Abteilung, die kommen halt in den CAM-Namespace und meine eigenen Module kommen in einen anderen Namespace. Und das Ganze ist dann entsprechend in Unterverzeichnisse aufgeteilt und so kann man dann nämlich auch hergehen und dieses CAMen kann man zum Beispiel im Git hinterlegen. Da hat die zentrale Abteilung hat ihr eigenes Git und bei seinem eigenen Git kann man sagen, okay, mein Submodul, ich erstelle mir hier ein Submodul und bei SVN kann man irgendwelche Links, glaube ich, heißt es da, generieren und sagen, okay, dieses Submodul soll von der CAMens-Abteilung kommen und so können dann mehrere Abteilungen auch recht einfach zusammenarbeiten mit Git-Board-Mitteln. Diese Meta-YAML, wie schon gesagt, da steht der Name drin, eine kleine Beschreibung, was das Ding macht, der Autor, die Lizenz. Und man kann dann hinterlegen, wenn es noch andere Abhängigkeiten auf andere Rex-Module hat oder auch Abhängigkeiten auf andere Perl-Module. Wenn man das Ganze installiert, das Modul, dann schaut der Befehl nach, habe ich diese Abhängigkeiten? Wenn ja, lade ich die runter und installiere die gleich noch mit. Dazu Fragen. Gut, machen wir weiter. So, wie wird jetzt aus meinem Rex-File ein Modul? Das ist eigentlich recht einfach. Man nimmt seinen Task, sprich diesen Code, den man da hat, im Prinzip 1:1 und fügt ihn in diese generierte Module-PM ein. Und man sieht, hier habe ich jetzt den Task, den habe ich jetzt das Setup genannt. Da ist jetzt der gleiche Code einfach drin, bis auf zwei Unterschiede. In der ersten Zeile von dem Setup-Task sieht man dieses my$params gleich Shift. Da wird einfach die Übergabeparameter, die an diesen Task übergeben werden, werden rausgeholt, weil jeder Task wird auch gleichzeitig als Perl-Funktion registriert. Sprich, ich kann die auch dann einfach, wenn ich andere Tasks aufrufen will, kann ich einfach den Namen des Tasks, Klammer auf, Klammer zu, reinschreiben, dann wird das Ding entsprechend aufgerufen. Und die Parameter, die an das Modul übergeben werden, die werden hier dann wiederum ans Template gegeben. Warum habe ich da die Parameter drin und nicht die NTP01, die Namen, die Hostnamen? Weil, wie am Anfang gesagt, ein Modul ist unabhängig. Und so kann ich jetzt dieses NTP-Modul auch für X, Y oder für Z einsetzen. Von der File-Struktur ändert sich es dann so, dass die ntp.conf, die wandert dann entsprechend auch in das Modul mit rein, damit es entsprechend auch ausgeliefert ist und jeder das Modul verwenden kann. Wenn ich will, kann ich auch in dem gleichen Pfad, wo ich mein Rex-File habe, die gleiche Verzeichnisstruktur unter Files auch nochmal anlegen und Rex schaut danach, beziehungsweise die File-Funktion ist es, die das macht, beziehungsweise die Template-Funktion, gibt es denn eigentlich in meinem Hauptverzeichnis auch diese Datei? Wenn ja, wird die genommen. Sprich, wenn man nicht ganz zufrieden ist mit der Konfigurationsdatei, die von der zentralen Abteilung kommt, legt man einfach seine eigene dahin und dann wird entsprechend die verwendet. Was man auch machen kann, da habe ich jetzt kein Beispiel, wenn man diese verschiedenen Environments hat, kann man auch einfach die Datei zum Beispiel ntp.conf.tpl.test oder .integration.stage nennen. Dann schaut Rex zuerst nach, ich laufe jetzt gerade im Environment Stage. Gibt es diese Datei, die da definiert ist? Sprich, die hier definiert ist mit conf.tpl. Gibt es da denn auch eine conf.tpl.stage? Wenn ja, nehme ich die. Ansonsten mache ich halt ein Fallback auf das, was wirklich da steht. Genau, das habe ich gesagt. So, und wie sieht jetzt unser Service aus? Sprich, das Rex-File ist jetzt unser Service. Da wird jetzt einfach ein Include gemacht auf das NTP-Modul. Man kann auch ein Require machen, wenn man Perl kennt, oder ein Use.
Der Unterschied zwischen Require Use bzw. dem eigenen Include ist der, wenn ich ein einfaches Require mache, dann werden die Tasks, die in dem Modul definiert sind, auch aufgelistet, wenn ich ein rex-t mache. rex-t zeigt einem die Tasks an, die im rex-File definiert sind. Wenn ich das nicht haben will, mache ich ein Include und das wird dann im rex-t nicht aufgelistet. Hier sieht man wieder, das sind die $Servers, sind jetzt im Service-Styles definiert und den NTP-Task, diesen Setup-Task, den rufe ich in meinem Prepare-Task jetzt auf und übergebe entsprechend die Servers an den Task. Genau, und wie ich vorhin gesagt habe, jeder Task wird auch als Perl-Funktion registriert, zumindest wenn es syntaktisch geht. Wenn man irgendwie eine Leertaste in seinem Task-Namen hat oder einen Bindestrich, dann geht es halt nicht, weil es Perl nicht zulassen würde. Und dann kann man entsprechend so aufrufen. Ja. Hallo? Genau. Das war's auch schon. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich geredet habe. Ja. Wenn jetzt noch weitere Fragen sind, dann stehe ich zur Verfügung. Ja. Entschuldigung, wenn ich jetzt mit der ersten Frage sofort den Detailgrad deiner Ausführung verlasse. Aha. Vielleicht stimmt sich kurz mit Tim ab. Wann Puppet, wann Rex, meine private ja. Folge für Ruby sollte nicht einzelne Entscheidungsmerkmale machen. Richtig. Also die Frage war, wann Puppet oder wann Rex? Ich werde erstmal antworten, wenn ich darf. Also ich setze auch Puppet ein. Puppet ist für mich ein reines Konfigurationsmanagement-Tool. Es gibt zwar über dieses mCollective-D die Möglichkeit zu sagen, ein Ad-Hoc-Management zu machen. Und wenn ich wirkliche Software-Rollouts machen will, wie da hinten mal gefragt worden ist, da gibt es zum Beispiel bei Puppet nicht die Möglichkeit, ein Rollback zu machen. Rex hat ein Transaktionsmodul, wo ich sagen kann, führe mir diese Task innerhalb einer Transaktion aus und kann für jeden Task mit on-rollback sagen, was er bei einem Rollback machen soll. Und wenn dann ein Task in dieser Kette fehlschlägt, egal auf was für Servern die jeweiligen Tasks laufen, werden entsprechend die on-rollback-Schritte ausgeführt. Sprich, für wirklich reines Software-Deployment, Software-Rollout, würde ich kein Puppet verwenden. Meine Antwort drauf. Ja, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Das Puppet ist ja in erster Linie dafür gedacht, um tatsächlich Konfigurationsmanagement zu betreiben. Und den Ansatz von Rex, das ist ja tatsächlich, ja, der Fokus liegt eher, wie der Jan halt schon sagte, auf der Software oder der Software-Seite, sag ich mal, Pakete entsprechend auszurollen. Ja, also ich denke, da kann man Äpfel mit Birnen vergleichen. Das kommt vielleicht auf das Gleiche raus, obwohl die Ansätze grundlegend vielleicht identisch sind, aber. Ja. Die Frage ist beantwortet? Ja. Gut. Wollen wir den Vergleich mal ganz rund machen? Mhm. Also ich habe mit Puppet, Chef, Anvil und jetzt kenne ich auch so ein bisschen Rex, aber die ersten drei, damit habe ich direkt gearbeitet und CF Engine. Mhm. Und nachdem ich mit diesen Sachen gearbeitet habe, habe ich jetzt Salt entdeckt, das eigentlich als deutlich spätere Entwicklung die Probleme mit diesen Systemen eigentlich alle so versucht in den Griff zu kriegen. Schön skaliert, also ich selbst habe es betrieben mit 1200 Servern. Das läuft sehr schön, weil es eben, also SSH zum Beispiel endet ja irgendwo dann bei wahrscheinlich 100, 200 Servern, weil es einfach langsam wird. Genau. Weil man eben dann einen ganzen kompletten Handshake da hat. Das Ding benutzt Zero MQ, dadurch ist es halt deutlich schneller, ein Pub-Sub-System dahinter. Es ist in Python geschrieben, dadurch ist es leicht erweiterbar. Ja. Insofern kann ich nur sagen, bei mir die Deployment-Zeit, ich derzeit bei 3 Minuten, scheint erfolgreich zu sein. Die Continuous Deployment. Genau. Also SaltStack ist definitiv auch was, hatte ich ja auch drauf auf einer Folie. Das wäre ganz gut, wenn jemand damit spielt. Hat halt den Nachteil aus meiner Sicht, dass es wiederum einen Agent braucht auf dem Zielsystem. Das braucht man bei Rex halt nicht. Ich bin, wie gesagt, ich arbeite bei Innovex, bin als Systems Engineer unterwegs, also wir sind ein Systemhaus. Und da kann ich beim Kunden das einfach einsetzen, ohne dass der es merkt, weil das Ding also sich per SSH drauf geht. Und dann kann das dasselbe, wie wenn ich mich direkt einlogge. Wenn sie natürlich nicht schon sagen, okay, wir haben hier Puppet, Chef oder sonst irgendwas im Einsatz. Ja, wir haben halt eine moderne Infrastruktur, ja, wo man überhaupt keinen menschlichen Direktzugriff auf die Maschine okay haben möchte. Mhm. Ja, super. Okay. Noch weitere Fragen?
Nö, wenn keine mehr da sind, dann bin ich jetzt fertig und danke euch für eure Aufmerksamkeit.